Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Grounded. So, wie ihr seht, habe ich den Aufgang gestern noch fertig gebaut. Ein paar echt spannende Stunden sind das gewesen. Voller Leid, Tränen, Blut, Schweiß. Ja, die ganzen Grashalme abholzen, Stängel holen und ja, auf jeden Fall haben wir jetzt unseren Aufstieg. Ich denke mal für ein Provisorium. Das habe ich übrigens bei der Sandkiste damals auch gesagt. Wir bauen nur ein Provisorium. Ich denke mal, ich werde hier wahrscheinlich auch noch das ein oder andere ein bisschen abändern. Aber für Provisorium ist es ja erstmal okay, ne? Also wir kommen hoch, wir kommen runter. Ich habe hier vorsichtshalber nochmal 4 Stängel liegen lassen. Und unsere Aufgabe war ja, diesen Wegpunkt fertig zu machen. Ja. Und mir fehlt Klee und Sprössling. Schön. Gut, also gehen wir nochmal den schnellen Weg nach unten. Oh, da, ich habe trotzdem Damage gekriegt. Ein bisschen zu spät den Fallschirm gezogen. So, die Axt ist bald hinüber. Da können wir nicht mehr viel mit anfangen. So, und 2 Sprösslinge, glaube ich, waren das. Aber wir nehmen mal 3 mit. Sicher ist sicher, ne? Was wir haben, das haben wir. So, dann nehmen wir 4. Gut, jetzt können wir unseren schönen Aufgang nochmal hochgehen. Ja, dann können wir den nochmal im Schnelldurchlauf bewundern. Hier, da habe ich eine Treppe gemacht mit 2 Platten und einer Treppe, 2 Platten, Treppe, 2 Platten, Treppe, 2 Platten und so weiter und so fort. So, nee, war schon spannend. Ne? Also gestern war es entspannt, heute wird es wieder spannend. Ein bisschen aufregender. Ja, ein gesunder Mix, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt können wir den aber fertig machen. Und wir dürfen ihm sogar eine Farbe geben. Wir sind an der Vogeltränke, die ist grau. Wir nehmen grau. So, ja. Sagen wir, das Ding heißt Vogeltränke. Ja. So, dann passt das doch, oder? Gut. Dann haben wir nämlich diese Quest hier erledigt. Warte auf, da machen wir einen richtig coolen Move für. Wir nehmen den. Da machen wir direkt ein Foto von. Ja, denn dieses ist das Bild, was ihr gesehen haben werdet beim Thumbnail. Hab's mir gerade überlegt, das sieht irgendwie nicht toll aus. Nö. Nö, nö. Kann man das ein bisschen drehen? So, wir drehen das einmal. Vielleicht so? Wollen wir ein Foto von machen? Da machen wir ein Foto von. Komm, das ist das Thumbnail. Ja, nicht so besonders, aber immerhin, ne? So, damit haben wir diese Quest erfüllt. Und dann würde ich sagen, wir stellen hier... Jetzt ist nämlich, warum ich die 4 Platten hier gelassen habe. Wir stellen jetzt hier unseren Ankerpunkt hin. Wenn ich ihn finde. War der nicht hier dabei? Doch, hier. Ich habe ihn doch gerade gesehen. Da. Und es wird sogar unterstützt hier auf dem Beton. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, wo wollen wir denn hin? Let's see what's around here. Unsere Basis ist absolut unsichtbar. Wir gucken mal eine Karte. Vielleicht können wir uns da einen Punkt markieren. Vielleicht sehen wir das ja so ein bisschen. So, wir gehen in eine Karte. Wir sind an diesem Stein. Okay, so toll sieht man das jetzt nicht, aber der Ankerpunkt ist neben dem Stein, also ungefähr hier. Da? Da ist meine Basis? Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass wir relativ mittig zwischen dem Picknicktisch und... ist das der richtige Punkt? Das ist doch nicht... Geh nochmal rüber. Ja, Tatsache. Hier ist der Mixer, da ist der Stein, Ameisenbau, Teich. Dann wird das wohl passen. Oh, da hätte ich ja fast falsch ausgerichtet. So, dann müssen wir hier einmal einen Ankerpunkt hinschmeißen. Vorzugsweise gerade. Ah. So, oder? Geht das? So? 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 Ich denke, das ist okay. Wir können es ja zur Not umbauen.
So, jetzt müssen wir nochmal 6 Stängel holen. Och, nö, ne? Hier ist irgendwo eine Mücke. Ich habe die schon ein paar Mal gehört, aber noch nicht einmal. Da fliegt sie. Ja, gut. Die wird uns hoffentlich in Ruhe lassen. Ah, diesmal haben wir keinen Schaden gekriegt. Keine Schmerzen für uns. So, jetzt Stängel. Stängel haben wir hier noch liegen. 6 Stück brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So. So, weil das Ganze so schön war, gehen wir den ganzen Weg noch einmal hoch. Ja, dann können wir unseren Aufstieg bewundern, ja, der Stunden an Arbeit gekostet hat. Ich finde es ein bisschen schade mit der Treppe, dass diese Stänge hier einfach so im Nichts hängen. Na, da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie anders machen kann. Vielleicht nochmal eine Platte drunter setzen. Fürs Auge. Muss ich mal sehen. Vielleicht auch so einen Stängelboden. Ein bisschen Abwechslung reinbringen. Jetzt sieht das so aus, als wäre es für die Stabilität da. Ich kriege hier einen Drehwurm, du. Und vielleicht hätten wir einen Zickzack statt im Kreis bauen sollen. So. 6 Stück. Jetzt ist natürlich die... Ja. Das wäre der Picknicktisch. Das ist der und... Okay, von hier aus können wir so ein bisschen sehen. Wir gehen leicht links, rechts rüber. Wir wollen nach links. Und wir brauchen 2 Seidenseile. Das ist jetzt nicht wahr. Mir fehlen 2 Seidenseile. Pass auf, wir machen das jetzt so. Ich muss ja die Axt sowieso reparieren. Ich gehe kurz zur Basis, hole die 2 Seile. Dann komme ich wieder. Ja, treffen wir uns wieder hier. Machen wir das wieder mit so einem kleinen Schnitt drinne. Wir verbinden einmal die Seilbahn und machen uns dann auf die Suche nach dem Mixer. Ja? Alles klar. Machen wir das so. Oh. Ja, vielleicht müssen wir auch erst noch kämpfen. Der Moment, wo ist mein Schild? So. Gucken, ob die Axt das noch aushält. Ja, hier im Nichts kämpfe ich nicht mit dir. Ja, los komm, einen noch. Komm mal her. Ja, einen hat er nur mitgekriegt. Wir brauchen High Ground. Oh, hier ist Science. Warte. Flippo. Boah, Science im Kampf geholt. Guck mal, hier gibt es bestimmt auch einen Weg. Über die Hecke. Also wir hätten bestimmt auch über die Hecke hier irgendwie hochgehen können. Hier ist ja ein dicker Ast, ne? Oh, ist doch mal gut hier. Los, bring's hinter dich. Ja. Lauf in den sicheren Tod. Au, au, ich hab's nicht geblockt. Kleiner Moment. So. Der kam von der Seite. Das war ja hinterlistig. Oh. Muss hier ein bisschen aufpassen. So. Jetzt haben wir den weg. Das nehmen wir mit. Warum nicht, ne? Ah, ich wollte gerade sagen, kann ich ja schnell zur Basis rüberfahren. Ich wäre dahin, weil ich die Seile holen will. So, alles klar. Mücke ist tot. Ne? Dann komme ich gleich wieder. So, ihr wartet kurz hier. So, da bin ich auch schon wieder. Wir haben die Seile geholt. Jetzt dürfte es passen. 61. Achso, ja, gut. Falscher Punkt. Okay, hier haben wir so einen minimalen Versatz. Und wenn ich mich nicht täusche, müssten wir an dem linken verbinden, ne? Okay, ich habe es jetzt mal verbunden. Wir könnten rüberlaufen, gucken. Wir könnten es ausprobieren, um zu gucken, ob wir richtig sind. Oder wir lassen es erstmal stehen und kümmern uns darum, herauszufinden, wo der Mixer ist. So, und das würde ich natürlich am liebsten jetzt machen. Aber... Oh! Hey, mein Freund, dich habe ich ja vorhin noch gar nicht gesehen. So, dich nehmen wir erstmal... Das müssen wir erstmal hier...
Und? So. Mega Milchmolar. So, den haben wir auch eingesammelt. Schön. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So ein goldener, riesiger Zahn, weißt du? Und ich sehe das nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt sage, ich gehe, ups, hier ins Wasser, gehe denn aus dem Wasser wieder raus, müsste ich über, guck mal, da ist doch so ein Stück Seilbahn, ne? Also entweder ist das ein Weg, um hier hochzukommen, oder vielleicht ja auch über den dicken hier. Pusteblume haben wir dabei, also wir sollten relativ sicher sein, falls wir runterfallen. Nee, hier geht es gar nicht rein, ne? Das ist nur ein dicker Ast. Ja. Ich habe gedacht, man kann vielleicht auch hier lang gehen. Obwohl, hier ist ja noch ganz viel Baum, ne? Busch. Busch, Baum. Hier kommen wir auch nicht rein. Und hier laufen wir einmal im Kreis. Hat das einen Grund? Gibt es hier noch was zu holen? Nee. Hui. Gut, dann müssen wir den anderen Ast lang gehen. Richtung der Seilbahn. Oh Gott. Puh. So, vielleicht lieber hier ein kleines Podest hinstellen. Warte mal. Wir... Was können wir denn machen? Wir könnten ja... Wir haben ja... Das Palettenstängelager habe ich unten eins jetzt. Das wird aber bis hier nicht reichen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte hier auf Nummer sicher gehen. Oder kann ich direkt am Baum ansetzen? Wird nicht unterstützt. Pass auf, dann machen wir uns hier einmal einen kleinen Fallschutz. So. Und so. Oh. Das war jetzt leichter, als ich dachte. Gut, jetzt müssen wir hier ganz vorsichtig dem Ast entlang. Da sind noch Spinnweben, die können wir gleich abbauen. Ich habe ja einiges verbraten. Und ich bin ganz dankbar über jedes Netz, was ich kriege. Upp, au, oh, dich habe ich ja gar nicht gesehen. Du kleiner Frechdachs. Aber das gab mir ein Netz, aber an dem komme ich nicht ran, ne? Dann müsste ich reinspringen, das kaputt hauen und dann würde ich runterfallen. Andererseits, ich muss sowieso runter. Kann das sein? Da unten haben wir noch eine Radnetzspinne. Da. Aber ich habe ja keine Seile mehr, um hier irgendwas zu verbinden. Sonst hätte ich den vielleicht mit dem da hinten anknüpfen können. Okay, wir können ja einmal von hier oben gucken. Können wir hier denn einen Mixer sehen? Da ist nichts. Ein paar Bären, die könnten wir eigentlich auch noch mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Aber dann baue ich jetzt das Netz ab. Ja, und hier die Bären, die holen wir noch runter. Da, oh Gott, da komme ich doch gar nicht ran. Gut, dann baue ich nur das Netz ab. Das darf ich nur nicht runterfallen. Anlauf. Buddha war ich gelandet. Okay, jetzt nur die richtige Taste. Na! Oh Gott, das war... das war knapp. Und ich sag's noch. Und jetzt nur die richtige Taste. Und was drücke ich? Tabulator-Taste. Manchmal bin ich Genie. Ich habe tatsächlich kurzzeitig vergessen, auf welcher Taste das war und dachte... Es wäre die Tabulator-Taste. Wie man wahrscheinlich unschwer gesehen hat. Gut, hier kommen wir ja nicht hoch. Das heißt, wir müssen einmal nach vorne laufen. Oder? Ich kann ja hier schon hoch, ne? Ah, hier haben wir doch das Beet. So, eine Mixerstation. Wo habe ich die denn gesehen? Die war an der Nähe von einer Mauer. Das heißt, wenn wir hier unten lang laufen... Sollten wir eigentlich direkt auf den Mixer zukommen? Ah, da ist nur eine Radnetzspinne. Wollen wir die bekämpfen? Können wir einmal Ausdauer sammeln hier? Weil wir brauchen ja Netz, ne? Und jeden Gegner, den wir weg haben, der würde uns nachher nicht mehr von hinten im Wege stehen.
Das könnte ein Problem werden. Okay, wir holen uns erstmal die hier. So. So, dann komm mal her, mein Freund. Nö. Das war nix. Oh, das war was. Aber die Radnetspinnen, die kann man tatsächlich gut bekämpfen, weil die sehr auffällig sind, wann die angreifen. Und die haben große Pausen da drin. Ja, ein bisschen benebelt, der Gute. Komm her, ich weck dich auf. Nein. 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 Stirbst du jetzt? Ne? Komm dir entgegen. Ja. Nein. Nein. Nipp. Und Ende. Gut, die beiden haben wir weg. Das war jetzt leicht. Also wenn die... Die Kiste habe ich schon geplündert, ne? Wieso habe ich da eine Kiste geplündert, aber der Mixer ist nicht markiert? Ich komme jetzt an die auch nicht mehr ran, ne? Ne, die ist leer. Da habe ich alles geklaut. So, der Mixer war Richtung Mauer. Jetzt muss ich nur eine Mauer finden. Wir hätten natürlich auch oben lang gehen können, aber ich denke, das macht mehr Sinn, hier unten lang zu stratzen. Hier können wir besser farmen und die Station ist ja auch unten. So, die Eier lassen wir mal in Ruhe. Oder war die da hinten? Oh. Können wir uns die einzeln andocken? Nö. Leider nicht. Oder? Bist du alleine? Ja. Dein Freund ist nicht mitgekommen. Oh, das war der Boden. Guck da ganz aufmerksam. Ja, Moment. Zwischen die Augen. Was macht denn der da? Warum wartet der denn? Du sollst mich nicht stören. Nehme ich mit, dann habe ich nur noch zwei Gegner da hinten. Ein links, ein rechts. Und wir sehen schon die Mixerstation. Da ganz hinten gerade durch. So, den haben wir weg. Nehmen wir uns den hier einmal. So, kommst du auf mich zu? Du kommst her. Oh, ich kann nicht blocken. Muss erst die Waffe wechseln. Okay. Dreier. Und. Noch ein Dreier? Oh, das ist aber direkt hintereinander. Das ist aber frech. Nein. Oh, jetzt sind es zwei. Okay, den einen haben wir ja gleich. Ah. So, du erstmal aus dem Spiel. Jetzt bist du noch hier. Oh, da kommt noch einer. Oh, so ein kleiner. Die sind immer so schnell. Oh, ein bisschen freie Sicht schaffen. So, kommt der Kleine her? Na klar. Ab dem Moment, wo der Große kommt. Oh, Gottes Willen. Also jetzt wird's schon schwierig. Ich bin ein bisschen aufgebissen worden. Gebe ich zu. So, jetzt nur noch der Kleine. Wo ist er? Das irritiert mich so mit dem Gift, weil das jetzt wirkt. Den haben wir. Das wurde ja doch noch ein ganz schöner Krampf, aber ich habe ja gesagt, es wird spannend diesmal. Oh nein. Wo kommst du her? Wow. Wow. Was haben wir denn für eine Möglichkeit hier? Gut,
Müssen wir neu laden, ne? Ist ja ein bisschen peinlich, aber was willst du machen? Ich wollte mich eigentlich gleich bandagieren. Das hat jetzt leider nicht mehr funktioniert. Ein bisschen unangenehm. Aber gut, wie gesagt, wir haben ja gesagt, es wird spannend diesmal. Ja? Letztes Mal haben wir ganz gemütlich gebaut. Ach, der ist schon tot. Ja, der ist schon. Dann nehmen wir uns den hier mit. Oh, das war nix. Ah, da ist noch einer. Den habe ich nicht gesehen. Was will ich mit der Fackel? Wieso habe ich... Wo ist denn meine Axt? Was ist denn hier passiert? Wieso ist denn mein Inventar anders? Klar, Moment. Ich hätte gerne einmal die Axt jetzt schnell kurz da. Das Schild hätte ich auch gerne in der Hand und dann wechseln wir. Oh, das farmen wir gleich ab hier. Ah, ich habe bestimmt hier der eine, wo ich mich gefragt habe, wo der herkommt, der kam bestimmt aus dem Ei oder sind die kleiner? Nein. Jetzt bisschen vorsichtiger spielen. Nein, nein. Oh, ich bin unten. Nein. Oh, was machst du denn schon wieder hier? Oh nein. Oh nein. Sind die kleinen giftiger als die großen? Mein Gott. Bräuchte ganz dringend Heilung. Wir heilen mal so ein bisschen gegen. Oh. Von mir ist der Große schon mal weg. Alter, wie oft beißt du denn zu? So, jetzt kommt der Große wieder. Der ist natürlich ein bisschen leichter. Auch wenn er mehr Leben hat. Aber die Kleinen sind halt schneller, ne? Die sind gewiefter. Oh. Kurz vor kritisch. Oh, jetzt sind wir unten. Okay. Aber den kriegen wir noch weg. Viel Leben hat er nicht mehr. Dann fahren wir hier einmal ein bisschen Spinnnetze. Ja, hauen wir da oben hier ein paar auf den Backen. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier, ich befreie dich. Krieg ich dich heile raus? Bitteschön. So, einmal mein Pfeil. Kriegen wir hier ein bisschen was? Ja. Das ist ja frech, wieso kriege ich denn hier keine Netze? Ich möchte aber mehr. Ich habe groß investiert. Ich brauche das. Also ich bin ja echt gespannt, wenn ich jetzt überlege, diese paar Spinnen, was die mir gerade für Probleme bereitet haben. Gerade die kleinen. Also die großen finde ich nicht mal so wild. Aber die kleinen Spinnen, diese. Oh, hier war noch ein Pfeil, ne? War einer? Die kleinen Spinnen, die finde ich halt schlimm, weil die so flink sind. Und die beißen so oft zu. Außerdem sind die giftiger. So, hier oben noch mal mitnehmen. Zack. Gut, das da hinten, das lassen wir in Ruhe. Da haben wir noch mal eine kleine. Wir müssen ja einmal zum Mixer, ne? So. Und
Bleibst du da hinten? Bin ich cool mit? Ich muss das jetzt nicht haben. Okay, pass auf. Jetzt gehen wir hier richtig männlich rein in den Kampf. Woran ist denn die jetzt gestorben? Ja, ein aggressiver Blick und Fußmarsch in ihre Richtung hat gereicht, um sie zu zerlegen. Oh, ein Tape! Das habe ich noch gar nicht gesehen. Now let's review the progress of the last few months. I am getting ever closer to perfecting the spacer. Raw science containment has been a success. We are within 0.2% translation accuracy, but those final infinitesimal bits have proven the most difficult. Despite that, Burgle and I have been able to transit the miniature world without incident. I must admit it has been a bit overwhelming of late. Between school and papers, I must leise sein, ich will das hören. Oh nein. I feel stressed. Sometimes I find myself too exhausted to work on my experiments. All this is going to give me gray hairs. I mean, why just the other day, Trudy said that the stress is putting new wrinkles on my face. It's about the hair, though. As much as I know it does seem to be thinning. Perhaps it's time to dig out I'm sure it's in a bin or box around here somewhere. Konnte ich nur bei der Hälfte zuhören, weil ich voll abgelenkt war. Habe ich natürlich nichts verstanden. Vorteil einer Aufnahme, ich kann es mir später angucken. So, das ist der Mixer. Der ist heiler, also ich habe den noch nicht angehabt. Aber wenn mir die Spinnen auf dem Weg zum Mixer so eine Probleme machen, sollte ich den denn vielleicht einbauen? Würden nur große kommen, würde mich das nicht stören, aber mit den kleinen... Und wenn wir den einbauen, wie wollen wir das machen? Ich muss ja, einmal muss ich hier rankommen. Pass auf, wir können ja mal anzeichnen, ja, was wir hier gerne hätten. Angenommen, wir nehmen eine Graswand. Die ist nicht so stabil, aber das ist schnell gefarmt. So. Zeichnen wir mal an. Da können wir hier schon zumachen. Braucht ja nicht größer als nötig. So, da müssen wir nochmal schräg kommen und hier vorne dann dementsprechend auch. Dann hätten wir das. So, jetzt brauche ich ja, ich muss den ja anmachen können. Das heißt, ich muss einmal an den Mixer ran. Ein halb hohes Stängelgerüst gibt es ja nicht, ne? Gut, aber wenn ich da so hoch springen kann, können die das nicht auch? So, wir machen das jetzt einfach so. Dann komme ich da schon mal rauf. Und Stängel. Stängel sind nicht ganz so schnell gesammelt, gehe ich von aus. Aber wenn wir denn hier wiederum eine Stängelwand ziehen würden. Und nehmen wir den als Punkt. Nee, das ist ja doof. Ne? Denn ich kann ja dann auch nicht groß agieren. Das heißt, wir nehmen die nochmal weg. Die auch. So, wir ziehen hier nochmal eine Fensterfront rum. Aber aus Stängeln, wegen der Stabilität. Dann müsste ich erst auf Abstand gehen. Abstand. Ich weiß nicht, wenn ich dann eine Wand hinstelle, die abreiße, wird ja vielleicht auch alles zusammenbrechen. Kann ich natürlich hier ansetzen einfach? Nee, nicht an dem Gerüst. Es muss eine Wand stehen. Alles klar. So. Ich habe da so eine kleine Idee. Dann stellen wir hier halt eine Wand dran. So. Anschließend eine Tür. Geht auch. Ach, Standort versperrt. Ja, ja. So. Warum kann ich das stellen, aber ich kann keine Tür stellen? Gut, dann gehen wir einmal nach hier. Dann brauchen wir eine Tür, damit wir im Kreis laufen können.
Und dann müssten wir mit Fensterelementen. Ich wette, das ist viel zu viel Aufwand. Das wird wahrscheinlich nur halb so wild. Standort belegt. Ach, wegen der Tür. Pass auf, denn. Nee, das finde ich jetzt doof. Das ist ja Quatsch. So, wir nehmen das und das nochmal weg. Wir bauen den Mixer ein, ja? Und dann brauchen wir eine Tür. So, bei der Tür, da... ich bleiben. So, die drehen wir. An der Tür kommt nochmal eine kleine Wand. Muss gar nicht hoch sein. Geht einfach nur darum, dass wir auf Abstand kommen. Noch ein rüber. Ist egal aus was. So. Hier rum bauen wir jetzt nochmal so eine Fensterfront. Dass wir sagen... so, dann können wir da nämlich mit der Armbrust durchschießen. Oh. So. 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 Okay, dann gehen wir hier wieder rüber. Das ist garantiert viel zu viel Aufwand. So, aber ich dürfte ja eigentlich auch rüberspringen können. Das heißt, wenn wir den so einbauen würden und wir aktivieren den dann. Wir haben hier noch Armbrustpfeile. On Mast, 37 Stück. Das sollte doch funktionieren, oder? Warte mal, wir markieren den noch einmal. Da muss ich hin. Jetzt habe ich die Markierung weggemacht, ne? So. Da will ich hin. Oh, da muss ich ja wieder so viel Matt sammeln. Achso, das ist mein Seil. Ich habe mich gerade gewundert. Ich denke, was ist denn das? Gut, aber dann komme ich ja hier auch hoch. Richtig? Schau mal einer an. Zumindest ist der Aufstieg verkürzt. Und stimmt, hier kam ich ja auch noch hoch. Da war ich ja auch schon drinne. Das Ding habe ich schon ganz vergessen. So. Dann müssen wir mal gucken. Was haben wir denn an Materialien zusammen und was ist hier schon vorne schon nachgewachsen? Wir könnten hier den Rasen abernten. Und dann schon mal mit dem Grünzeug anfangen, ne? So, hier habe ich schon mal ein paar Stängel gesammelt. Das wird aber bei weitem nicht reichen. Ich brauche jetzt aber einmal... so. Besser. Ich brauche jetzt aber einmal mein Palettenlager zurück. Das habe ich ja noch oben liegen lassen. Oh. Ach, hier liegt es ja schon. Na, siehst du. Jetzt den ganzen Weg wieder runter. Ohne Pusteblume, weil wir müssen das Lager tragen. So. So. Und hopp. Da können wir runterspringen. Das macht ja nichts. So, stellen wir einmal hier hin. Was haben wir denn auf dem Grill Leckeres? Mm. Läusebraten. So. Dann stocken wir diese Kiste hier einmal auf. Ah, das kann darüber, das kann darüber. Oh Gott, wir haben so viele Spinnteile. Ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Der Saft kann erstmal rüber. Und ein Schlückli trinken müssen wir. So, bevor ich hier irgendwas abholze... ist irgendwo ein Tautropfen dran, ne? Ja. Dann kann ich nämlich meine Flasche gleich wieder auffüllen. So, dich stellen wir mal hier hin. Wir gehen hier hoch.
Sehr schön. Haben wir noch einen? Nee, war der einzige. Schade. So, dann gehen wir wieder zu unserem allseits beliebten Hobby. Rasenschneiden. Das kann ich stundenlang machen, ja? Stundenlang kann ich hier Rasen abprügeln. Die Spannung wächst. Aber das muss jetzt sein. Das muss getan werden. Wir brauchen den Rasen. Also ich will das einbauen. Ich möchte ungern wieder sterben. Am liebsten würde ich gar nicht sterben, aber... Hey. So. Bin ja mal gespannt mit dem Palettenlager. Vielleicht reicht es ja, wenn ich einmal hinlaufe. Ich würde sagen, einmal laufen wir gemeinsam. Wenn es nicht reicht für den Rasen, denn ja, mache ich den Rest schnell fertig. Ja. Kann natürlich auch sein, das ist voll, ne? Es kann natürlich auch sein, wir bauen da und die Spinnen kommen schon wieder zurück. Dann wäre ja wieder Action. Ich würde sagen, solange wir da hinten unseren Mixer einbauen, weil es ist ja auch der erste, ne, den ich mache. Also, den ich schaffen will. Der erste, den ich machen wollte, der war leider da hinten. Und ich war nicht ausgestattet und wusste nicht, was das ist. Da stand, drückt man einen Knopf und ich habe einen Knopf gedrückt. Und das hat nicht gut geendet. So, ich kann ja auch hier vorne rein. Keine Ausdauer mehr. Die müssen wir bei Gelegenheit nochmal leveln. So. Noch sind die Spinnen nicht zurück, aber das kann ja nicht lange dauern. So. Und da... Das sieht so ein bisschen aus wie so eine kleine Burg, oder? So mit den Grasstängeln da hinten. Wie so eine Mini-Burg. Superbau. Kann ich nicht. Ich kann hier... Wieso kann ich denn hier nicht bauen? Ach so. Ah ja, ja. Muss ja erstmal beim Anfang anfangen. Hier ist ein Ast drin. Ich weiß nicht, ob der mich später stören wird. Höchstwahrscheinlich. So. Das war ja easy. Was haben wir denn... Wie viel haben wir denn noch? Hier, wir können ja noch eine Wand machen. Dann würde ich sagen... Nee, das macht keinen Sinn. Ich brauche ja... Ich brauche die Tür. Ich brauche Seil und Sprössling. Ich brauche keine Tür. Das steht doch hier. Okay, pass auf. Dann mache ich aber hier... Ich muss ja einmal zum Mixer rein und wieder raus. Komme ich hier rüber? Nee, so einfach nicht. Dann bauen wir nochmal ein kleines Plateau. Uppala. Den hier. So, hier haben wir am meisten Platz. Das sollte passen. So, jetzt kann ich hier rein. Und wenn der an ist, komme ich auch wieder raus, oder? Oh, oder auch nicht. Wir bauen hier nochmal so ein kleines Plateau. Vorzugsweise innen. Na, wo passt? Ist alles versperrt durch den Mixer. Ne, hier kann ich raus. So. Na, das passt doch. Und wenn die angreifen, dann kann ich hier rumlaufen und tschak, tschak, tschak durchs Fenster. Oder? Das ist zumindest der Gedanke dahinter. Ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ich habe keine Ahnung. Das wäre jetzt der erste Testversuch. Und dann sehe ich auch mal, wie schlimm so eine Wellen sind. Bei denen im Sandkasten würde ich höchstwahrscheinlich stärker einbauen. Ich glaube, da würde ich nicht nur so ein paar Fenster drum setzen. Ich denke, den würde ich schon vernünftig einbauen.
So, jetzt brauchen wir aber noch Stängel. Stängel haben wir keine fertig, ne? Also wir haben schon welche fertig, aber wir haben keine fertig zum Abbauen. Oder steht hier noch Löwenzahn? Ja, da ganz hinten. Aber nichts mehr, was hier direkt in der Nähe wäre. Dann würde ich sagen, wir schlafen eine Nacht und bauen dann morgen weiter. Vielleicht ist ja denn das ein oder andere schon nachgewachsen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid bei der Vorbereitung. Denn morgen, wenn werden, also wir werden ja definitiv morgen fertig da, die paar Fenster hinzimmern. Und wenn wir das geschafft haben, dann starten wir den ersten Mixer. Das wird dann der erste, den wir komplett fertig machen. Und der erste Mixer auf unserem Weg nach Hause in die große Welt. Als großer Mensch. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid morgen mit dabei, wenn wir den Mixer machen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr dabei seid. So, und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, mach's gut. Ciao.